Wir mischen einen Song Teil 2 und heute verrate ich dir nicht nur, wie ich das Routing für meine Schlagzeugspuren im Mix mache, sondern ich verrate dir auch, wie ich von diesem Sound zu diesem gekommen bin. Wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's! Und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und schön, dass du auch dabei bist bei der zweiten Folge von Wir mischen einen Song. Meine kleine Serie, in der du mir über die Schulter schauen kannst, wie ich einen klassischen Rock-Song abmische. Ein Song, den ich vor vielen Jahren geschrieben habe und der dringend mal einer Politur bedurfte, also eines neuen Mixes. Das gehen wir jetzt zusammen auch mal an. Du kannst mir also über die Schulter schauen. Und nachdem wir letzte Woche die Session so weit vorbereitet haben, dass sie jetzt auch mixfertig quasi ist, können wir heute mit dem Schlagzeug starten. Ich starte immer gerne mit dem Schlagzeug bei einem Rock-Song. Song, denn es gibt für mich zwei wichtige Instrumente in so einem Song, wo die Message transportiert wird und der Herzschlag transportiert wird. Das ist das Schlagzeug und das sind die Vocals. Alles andere ist natürlich auch wichtig, aber die beiden wichtigsten Instrumente für mich sind schon Schlagzeug und Gesang. Heute also Schlagzeug als Basis für unseren Mix und ich zeige dir nicht nur, wie ich das Routing gemacht habe, sondern vor allem auch, wie ich von den rohen Spuren zu den fertigen Spuren gekommen bin und welchen ein oder anderen Trick ich dabei auch noch angewendet habe. Kannst dich auf jeden Fall freuen, wie ich meine Drums von den rohen Spuren zum ersten zum ersten statischen Mix hingetrieben habe, sagen wir mal so, auf jeden Fall eine gute Basis, mit der wir dann den Rest des Songs dann auch dazu mischen können, sodass aus dem Schlagzeug Sound dann tatsächlich ein kompletter Song wird und dann wenn die Vocals dazu kommen, dass dann auch alles fertig klingt. Das so die kleine Reihenfolge und nächste Woche mischen wir sogar live. Das heißt, also diese Woche machen wir das Schlagzeug fertig, machen wir gleich in der Session und nächste Woche gibt es dann einen Live Mix, in dem ich Bass und die Gitarren dazu mische. Kannst dich also schon mal drauf freuen. Der Donnerstag nach Ostern ist der Live Donnerstag, wo wir dann Gitarren und Bass äh, zur Zumischen zum Schlagzeug, was wir heute fertig machen. Falls du dieses Video später sehen solltest, kann ich dir hier oben mal eine Playlist verlinken, da kannst du dir das dann später auch nochmal komplett gesammelt angucken von vorne bis hinten. Wir mischen einen Song. Falls du selber mitmachen möchtest und dir die Spuren selber runterladen möchtest, ist das kein Problem. Das kannst du, wenn du Zugang hast zum Basis oder Premium Bereich im Recording Block, dann findest du im Download Bereich einen Link, wo du dir die Spuren zum selber mischen runterladen kannst. Funktioniert auch in jeder DAW, also kannst du in jede DAW reinziehen und dann auch alle Moves hier nachvollziehen oder falls du dich entschieden hast mir monatlich hier bei YouTube einen Kaffee auszugeben, über die Funktion Mitglied werden, die du hier in diesem kleinen Knopf hier unter dem Video findest, dann kannst du auch da im Community-Bereich dir über einen Link die Spuren runterladen. Kannst also mitmachen auf jeden Fall. Letzte Woche habe ich ja zur Auswahl gestellt, in welcher DAW wir das mischen wollen. Ich habe ja zwei DAWs zur Verfügung. Ich habe einmal Studio One und einmal Logic und habe das zur Abstimmung gestellt. Und es ist tatsächlich ein sehr knappes Ergebnis geworden, was mich sehr gewundert hat. Das Ergebnis ist tatsächlich 90 zu 85 ausgefallen, 90 für Studio One. Dieser Mix findet also in Studio One statt. Ist ist aber kein Problem, denn die Prinzipien vom Mix, die sind natürlich auf jede andere DAW auch übertragbar. Ich zeige dir jetzt, wie ich meinen Mix fürs Schlagzeug angelegt habe, wie ich von den rohen Spuren zu dem fertigen Drummix gekommen bin und das schauen wir uns in der Session an. Falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir das zeigst über einen Daumen nach oben und wenn nicht, dann eben nicht. Wir gehen jetzt mal rüber in die Session. Also los geht's. So, da sind wir schon in der Session und wir können im Prinzip genau da weitermachen, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Ich habe dir aber letzte Woche noch versprochen, dass ich dir noch eine alternative Methode zeige, wie du den Startpegel von deiner Bassdrum ermitteln kannst und so einstellen kannst, dass du später im Mix nicht in Schwulitäten kommst und deinen Mix übersteuern würdest auf dem Masterbus. Und das geht mit einem VU-Meter. Viele Leute da draußen machen das durchaus auch mit einem VU-Meter. Ich habe dir ja letzte Woche gezeigt, wie ich das anhand der heißesten Peaks quasi von meiner Bassdrum Bewerte. Und in diesem Fall geht es jetzt um einen VU-Meter. Studio One hat einen eingebaut, aber ich nehme mal von Klanghelm hier den VU-Meter, denn den kann sich, können sich alle anderen Kollegen auch natürlich runterladen für ihre separaten DAWs. Und hier geht es im Prinzip jetzt darum, zu gucken, wie wir hier äh, unsere Bassdrum messen. Ein VU-Meter reagiert ein kleines bisschen anders als die Peak-Anzeige, die wir normalerweise sehen. Eine Peak-Anzeige ist ja relativ schnell und das VU-Meter hat prinzipbedingt noch aus den Zeiten, als es noch als echtes Instrument, also als echtes äh, Anzeigeinstrument vorgelegen, hat, das äh, hat es den Vor- oder Nachteil, kannst du selber bewerten, dass diese Nadel natürlich nicht so schnell reagiert wie eine digitale Anzeige. Mit anderen Worten, die Ballistik von dieser Nadel sorgt so ein bisschen dafür, dass die Anzeige so reagiert, wie wir auch hören, also vergleichbar. Und äh, wenn man das Standard-VU-Meter hier mal oder das äh, VU-Meter mal hier mit dem Standard-Preset einstellt, was hier mitgeliefert ist, Standard-VU, dann wirst du sehen, dass hier unten als Kalibrierung minus 18 eingestellt ist. Das heißt, die Null, die du hier siehst, die entspricht im Prinzip minus 18 dB und dementsprechend hat man natürlich, selbst wenn man die Null hier überschreitet, noch eine ganze Menge Headroom bei der ganzen Geschichte. Und wir können auch hier mal gucken, dass wir die bass jump so einstellen, dass man damit gut einen Mix starten kann. Hier ist der Wert, den man dann einstellen sollte, irgendwo bei minus 2 minus 4 auf dieser Anzeige. VU steht für Volume Units. Ich sage dann einfach jetzt mal minus 2 bis minus 4 VU in dem Bereich sollten dann diese angezeigten etwas langsamer gemessenen Peaks äh, angezeigt werden. Und wir gucken mal, wo wir gerade aktuell stehen. Ich habe mir hier eine Stelle gesucht, wo ich auch eine relativ laute Bassdrum gespielt habe. Also eine Stelle, wo die lautesten Bassdrums sind. Und ich stelle hier nochmal hier kurz die Hold- und die Values-Funktion ein. Hold bedeutet, dass der noch so einen kleinen Zeiger zeigt, der ein bisschen länger stehen bleibt. Und Values zeigt dann vor allem die Werte an, die hier auch gemessen werden. Das ist ein bisschen einfacher, als einfach nur auf die Nabel zu gucken und darauf zu vertrauen, wo die wohl gerade hin und her geschwungen ist. Also lassen wir die Stelle nochmal abspielen. Ähm, lassen wir die Stelle nochmal abspielen. so. Okay, hier wird jetzt minus 5 angezeigt gerade. Das heißt, minus 18 plus minus, äh, minus, minus 5 macht ungefähr minus 23. Das ist ein bisschen zu wenig. Machen wir mal äh, 3 dB drauf. Machen wir hier auf 0. Mal gucken, wo er jetzt misst. Dieselbe Stelle nochmal. Minus 1,9. Das heißt, zusammen sind wir ungefähr bei minus 20. Könnten wir vielleicht jetzt theoretisch sogar noch 2 dB drauflegen? Dann sollten wir ungefähr bei diesen minus 2 bis 0 VU sollten wir ungefähr sein auf dieser Anzeige. Nochmal. So, jetzt ist der lauteste Peak von dieser Bassdrum jetzt hier bei ungefähr 0 gewesen auf der Anzeige. Und wir gucken uns das Ganze nochmal hier im Peakmeter an, wo wir jetzt da rauskommen. Und du siehst, dass wir da schon deutlich heißer dann tatsächlich sind mit dieser Methode. Aber es ist ja natürlich durchaus legitim, auch damit seinen Mix zu starten. Also wie gesagt, irgendwo, wenn du sicher sein willst, dann in dem Fall auch äh, mit der Kalibrierung auf minus 18 dB müsste dann. Bei minus 4 bis maximal 0 bei den lautesten Peaks. Damit solltest du einen guten Startpunkt auf jeden Fall haben. So viel nur zum Einjustieren des ersten Grundpegels mit einem VU-Meter. So, Ich habe ja gesagt, wir können hier weitermachen. Was als nächstes ansteht, ist erstmal das Routing, was wir vornehmen möchten, äh, beziehungsweise was ich normalerweise vornehme, denn ich möchte das Schlagzeug ja schon als ein Instrument betrachten. Das besteht aber nun mal aus einzelnen Aufnahmen, ist also nicht einfach nur eine Gitarrenspur für eine Gitarre, sondern wir haben ja hier das Schlagzeug in vier Spuren vorliegen. Ne? Wir haben einmal die Bass Jump, die Snare, wir haben die beiden Overheads. Das heißt, es gilt erstmal daraus, aus diesen vier Einzelspuren ein äh, gesamtes Instrument zu machen. Also fasse ich erstmal hier die beiden Overhead-Spuren zusammen äh, und fasse die auf einem Bus zusammen. Mit anderen Worten, ich klicke hier rechts auf die beiden Kanäle drauf und wähle dann hier Bus für ausgewählte Kanäle hinzufügen. Und da wird ein Bus hier hinten angelegt. Schiebe ich mir mal kurz zur Seite hier vor den Mucke Komplett-Bus, nenne den mal äh, Overheads. Und färbe den Rot ein, wie meine Drums ja immer auch rot eingefärbt sind. Also haben wir hier den roten Overheads-Bus. Und dann geht es jetzt noch darum, dass wir die anderen Spuren, also Bassdrum und Snare, dann auch noch zusammenfassen. Die kommen auf den Drums-Komplett-Bus. Mit anderen Worten, wieder Rechtsklick, wieder Bus für ausgewählte Kanäle hinzufügen. Und dann kommt ein weiterer Bus dazu. Und den nennen wir mal Drums-Komplett. Und auch den färbe ich rot ein. Also haben wir jetzt schon mal Bass Drum und Snare auf den Drums Komplettbus zusammengefasst, die Overheads auf dem Overheadbus. Und weil wir das Schlagzeug als 1 betrachten wollen, schicken wir hier im Ausgang die Overheads auch noch auf den Drums Komplettbus. Mit anderen Worten, wenn ich jetzt hier vorne die Spuren alle mal hochziehe, einfach mal alle auf Null stelle, du auch, dann sollten wir jetzt hier auf jeden Fall schon mal auf dem Drum Komplettbus unser komplettes Schlagzeug hören. Und so ist es dann auch. So, Overheads haben wir ja links und rechts aufgenommen. Das heißt, die können wir im Panorama ja auch verschieben. Links und rechts außen. Hier kannst du vielleicht schon entscheiden, wie breit du das Schlagzeug haben möchtest. Wenn du die Spuren ganz nach links und rechts außen schiebst, dann hast du natürlich einen sehr breiten, sehr großen Stereo-Eindruck. Manchmal ist es aber nicht angebracht, so einen großen Stereo-Eindruck zu haben. Aber in diesem Fall, dann, dann schiebst du es halt nicht ganz so weit nach außen. In diesem Fall schiebe ich es hier aber jetzt einfach mal nach links und nach rechts außen. Da muss man darauf achten, auf, aus welcher Perspektive die aufgenommen worden sind. Die beiden Overheads, damit man darauf achten kann, wo dann zum Beispiel das Hi-Hat sitzt. In diesem Fall habe ich es aufgenommen aus der Perspektive des Schlagzeugers, also nicht von dem, der vor dem Schlagzeug steht, weil wer vor dem Schlagzeug steht bei einem Rechtshänder-Schlagzeuger, der hat die Hi-Hat rechts. Rechts ist, da ist rechts für dich. Und wenn du aus der Dramaperspektive machst, dann hast du die Hiat halt auf der anderen Seite. In diesem Fall haben wir jetzt die Hi-Hat auf der linken Seite. Mit anderen Worten, durch dieses einfache Manöver jetzt hier das Panorama zu stellen, haben wir jetzt schon einen deutlich größeren Sound. Im Prinzip ist das Schlagzeug jetzt schon so abgebildet, aber du weißt natürlich, da ist jetzt noch eine ganze Menge Arbeit vonnöten, um aus diesem Schlagzeug-Sound, der jetzt hier auf dem Drums-Komplett-Bus rauskommt, ein echtes Schlagzeug zu machen. Ähm, damit ich dir da diesen Prozess jetzt erstmal ersparen kann, wie ich dann tatsächlich da rausgekommen bin, schnipsen wir jetzt einfach mal und gehen dann direkt auf den gemixten Status und ich verrate dir dann genau, wie es geht. Also... Und schon ist das Schlagzeug gemischt. Naja, wenn es so schnell gehen würde, aber so schnell geht es natürlich nicht. Ich habe dir also ein paar Minuten erspart, in denen ich das Schlagzeug jetzt zusammengeschoben habe. Es ist schon einige Zeit vergangen, also mach dir keine Sorgen. Das mache ich auch nicht in zehn Minuten. Wenn es ordentlich werden soll, dann nehme ich mir auch richtig schön Zeit dafür. Aber ich kann dir jetzt mal verraten, mit welchen Moves ich tatsächlich mein Schlagzeug verändert habe und dafür gesorgt habe, dass aus den rohen Spuren, die im Moment noch so geklungen haben bis gerade noch. Du erinnerst dich? Dass daraus jetzt das hier geworden ist. Ein echtes Schlagzeug. Also, was habe ich gemacht? Ich habe Bassdrum, Snare und Overheads abgemischt, habe sie mit Plugins versehen. Und welche das genau geworden sind, das schauen wir uns jetzt mal genau an. Also, die Bassdrum. Gucken wir mal auf den bass -Jump kanal Und hier habe ich schon eine weitere Entscheidung getroffen, die ich dir gerade noch vorenthalten habe. Denn wenn man das Schlagzeug zusammenfasst auf dem Drums-Komplett-Bus, hat man ja Bassdrum, Snare und die Overheads und vielleicht noch weitere Mikrofone alle auf diesem kompletten Kanal draufliegen. Und da gilt es dann, eine Entscheidung zu treffen, ob man die Bassdrum von diesem Gesamtsignal, von dem kompletten Schlagzeug abtrennt und dann separat direkt auf den Mucke-Komplett-Bus schickt oder ob man den mit dem kompletten Schlagzeug zusammenbearbeitet. Wenn man es mit dem kompletten Schlagzeug zusammenbearbeitet, bekommt man einen etwas homogeneren Drum-Sound. Man kann äh, die Bass-Jump äh, mit einem Raum-Plugin zum Beispiel in denselben Raum reinstellen wie das komplette Schlagzeug. Der Nachteil ist allerdings, wenn ich Veränderungen auf diesem Drumbus vornehme, dann verändere ich auch den Sound von der Bass-Jump. Und wenn ich das aber nicht machen möchte, dann muss ich mich dazu entscheiden, die Bass-Jump nochmal separat zu betrachten vom kompletten Schlagzeug. Und das habe ich jetzt hier gemacht. Mit anderen Worten, wie du hier sehen kannst, der ausgang von meiner bass jump geht jetzt nicht mehr hier auf äh, geht jetzt nicht mehr auf den drums komplettbus sondern geht parallel am Schlagzeug vorbei, direkt auf den Mucke Komplettbus. das hat halt den Vorteil, dass wenn ich die Bassdrum einmal im Sound eingestellt habe und dann noch Veränderungen an den Drums, an den, am Rest von Drumset äh, vornehme, dass da dann keine Veränderungen mehr bei der Bassdrum vorgenommen werden. Also, wir haben eine relativ trockene Bassdrum dann, die halt keine Raumanteile bekommt und wir haben einen Sound, den wir einmal einstellen und der bleibt dann da auch so, wie er eingestellt wurde. Aber wie wurde er denn jetzt eingestellt? Also, ich habe, wir können es ja mal ausmachen, dann haben wir die Bassdrum nochmal solo. Na, du erinnerst dich? Drum halt. Ich habe sie zunächst einmal mit einem Equalizer bearbeitet. Und ich werde dir jetzt nicht jede einzelne Einstellung hier vortanzen. Wenn du dir also die Einstellung mal genau angucken möchtest, dann kannst du eben kurz auf Pause drücken, kannst dir das mal genau angucken. Jetzt nur so viel. Ich aktiviere den, äh, den Equalizer mal und du siehst schon, dass ich hier mit einem leichten Lowcut unten rausgenommen habe, dass ich dann hier bei 200 Hertz rausgenommen habe, eine leichte Anhebung gemacht habe bei 600 Hertz und hier nochmal den Klöppel nochmal rausgearbeitet habe. Also den Beater, der gegen das Feld schlägt, Feld schlägt den habe ich nochmal hier an gehoben bei was mag das sein ungefähr 5 Kilohertz habe ich das noch mal rausgearbeitet und wir machen mal kurz den AB-Vergleich machen mal aus und dann an ohne Und du hörst schon, die Bassdrum klingt gleich deutlich aufgeräumter, ein bisschen klarer. Dadurch, dass ich hier vor allem in dem Bereich bei 200 Hertz rausgenommen habe. Ich habe hier die Bässe gar nicht noch deutlich angehoben oder so, habe hier aber ein bisschen bei 500 Hertz wie gesagt dafür gesorgt, dass die Bassdrum besser zu verstehen, besser zu hören ist auf kleinen Speakern. Und eben dadurch, dass ich den Beater hier auch angehoben habe hier im Bereich von 5 Kilohertz, habe ich auch dafür gesorgt, dass die Bassdrum auf kleinen Speakern auch genauso gut zu hören ist wie auf großen Anlagen. Das also mit dem Equalizer. Ich mache nochmal aus. an Wie gesagt, wenn dich die Einstellungen interessieren, kannst du gerne pausieren und dir das mal noch genauer angucken. Als nächstes ein Kompressor, da habe ich den Standardkompressor erstmal genommen hier von Studio One, der da mitgeliefert wird und auch hier, den mache ich mal kurz an, können wir uns mal kurz angucken, ein Kompressionsverhältnis von 3 zu 1 habe ich hier eingestellt. Dann habe ich hier ja, eine mittlere Attackzeit eingestellt von 5 Millisekunden, die sicherstellt, dass der Transient, der Anschlag von der Bassdrum noch durchkommt und dass danach erst komprimiert wird und mit einer relativ langsamen Releasezeit von 80 Millisekunden wird die Bass jetzt auch nicht hinten raus aufgepumpt. Wenn die Releasezeit sehr kurz ist, dann atmet die Trommel hinten sofort hm, relativ schnell nach und dadurch wird der Sound kann der Sound sehr lang werden. Mit einer etwas längeren Releasezeit sorgst du dafür, dass du die Bassdrum dann ein bisschen kürzer und knackiger hältst und ich mache den auch mal an und aus. Und du siehst hier ungefähr Kompression, was wird hier angezeigt ungefähr 5 dB noch mal aus. Und die Bassdrum wird noch ein kleines bisschen knackiger und noch ein bisschen druckvoller und setzt sich dadurch dann später im Mix auch noch ein bisschen besser durch. Das wird aber dann trotzdem nochmal alles überprüft, sobald die anderen Instrumente hinzukommen. Das heißt, wir stellen ja jetzt nur einen Grundsound vom Schlagzeug ein und müssen den natürlich später im Mix dann komplett nochmal überprüfen. Wie gesagt. Einstellungen kannst du dir auch nochmal genauer angucken, auf Pause drücken und genauer angucken. Und als nächstes haben wir noch äh, den Fat Channel, den ich genommen habe. Jetzt fällt mir wieder ein, bei Studio One kann ich ja durchklicken, die einzelnen Plugins. Ich äh, gewöhne mich da, glaube ich, nie dran. Ich mache immer noch wie nach alter Logik-Manier aus, an, aus, an. Äh, aber die Studio One Jünger werden es mir hoffentlich verzeihen. Dass ich hier diese Marotte noch habe aus alten Logic-Zeiten. Also, wir haben hier den Fat Channel und vom Fat Channel habe ich mir dann noch zwei Module ausgeliehen, die ich hier noch aktiviert habe. Zum einen äh, den Kompressor. Hier habe ich einen LA2 genommen, also einen relativ langsam arbeitenden äh, Optokompressor, der hier nochmal ein kleines bisschen mehr die, äh, die Bassdrum nochmal verdichten sollte und den Peak noch ein bisschen rausarbeiten sollte. Und als nächstes habe ich noch einen Equalizer genommen, hier den Pultec Equalizer, der im Fat Channel mitgeliefert wird, eine Nachbildung vom Pultec, der dafür sorgt, dass wir hier im Bereich im Low-End nochmal, ich habe den hier auf 30 Hertz eingestellt als Kernfrequenz, dass der hier nochmal mit dem Pultec-Trick gleichzeitig anhebt und dann wieder absenkt. Falls du nicht weißt, was der Pultec-Trick ist, kann ich dir hier mal ein Video einblenden, da wird dir ja das genau erklärt, wie man im gleichen Frequenzbereich anheben und absenken kann und dass das trotzdem gut funktioniert. Alle anderen Regler habe ich hier nicht angefasst. Mit anderen Worten, hier ist nur ein kleiner Bassboost vorgenommen worden mit dem Pool Deck und wie der Kompressor und der Equalizer zusammen klingen, wenn ich sie dazu schalte. Das hören wir uns jetzt auch noch mal kurz an. ist aus und jetzt mache ich mal an. Aus. es kommt noch mal richtig Druck dazu und wir können auch noch mal kurz auf den Kompressor gucken, wie der komprimiert hier. Also hier wirklich nicht viel, 3 dB maximal. Das war's auch schon. Und wie du jetzt hier sehen kannst, auf der rechten Seite bei unserem Master Fader, die Peaks von der jetzt bearbeiteten Bassdrum sind trotzdem noch in dem Bereich minus 12 bis maximal minus 9 dB. Mit anderen Worten, auch nach der Bearbeitung haben wir es hingekriegt, dass die Bassdrum jetzt nicht irre laut wird und wir noch genügend Headroom für den Rest von unserem Mix haben. Also, die Bassdrum separat bearbeitet, geht nicht auf den drums bus sondern wird separat direkt auf den mucke bus geschickt. Als nächstes war dann die Snare dran. Und von der Chronologie her gehe ich auch genauso vor. Ich mische also erst die Bassdrum, danach nehme ich mir den Sound von der Snare vor. Das machen wir jetzt auch mal. Also, separater Snare-Sound. Und was haben wir hier? Hier sind auch ein paar Plugins drauf, die mache ich mal alle aus. Und wir hören mal kurz, ich mache mal kurz einen Loop hier an dieser Stelle, damit wir hier nicht die ganze Zeit den kompletten Song von vorne bis hinten durchhören. So, Snare. Die Snare war ehrlich gesagt so ein kleines bisschen Problemkind dahingehend, dass meine Snare so einen Ring drin hatte, also ein, ein Klingeln, ein, ein Frequenzklingeln. Das äh, Fell hat also an einer bestimmten Stelle blöde nachgeschwungen. Ich bin kein Drama, deswegen habe ich es wahrscheinlich nicht sauber gestimmt. Auf jeden Fall, wenn du drauf achtest, hörst du einen schwingenden Ton bei der Snare. Es ist also eine, eine Resonanz im Kessel selber, die es jetzt also gilt, mit einem Equalizer erstmal rauszuarbeiten. Also habe ich mir hier auch die Mühe gemacht und hier tatsächlich mal so ein bisschen mit dem Skalpell gearbeitet und den Sound rausgearbeitet. Und mit dem Equalizer ist dann aus der Snare, die wir jetzt gerade gehört haben, folgendes geworden: Aus. Der so eine Ringy-Snare. <laughs> und mit. deutlich aufgeräumter, deutlich mehr Druck im unteren Bereich und insgesamt klingt es eigentlich deutlich mehr nach Snare. Was ist also passiert? Wie du hier sehen kannst, habe ich hier die Frequenzen mit der Sweep-Methode rausgearbeitet und habe dann den Equalizer so eingestellt, dass er genau an der Stelle, wo diese Frequenz ist, dass er da tatsächlich ähm, ja wirklich schmalbandig rausnimmt, damit dieser Klingelton, dieser Rington weitgehend äh, verschwindet. Und ich kann ja mal kurz einmal an dieser Stelle hier anheben, damit du auch weißt, über welchen Frequenzbereich wir hier sprechen. Nehmen wir mal hier diesen hier. hörst, wie das richtig anfängt zu ringen, richtig zu klingeln, zu, zu schwingen, zu ja, richtig zu resonieren. Und äh, diese Frequenz ist relativ einfach zu finden mit der Sweep-Methode. Du suchst einfach hier das Frequenzbad ab. Siehst du? Und da an der Stelle... Fängt es anzuringen. Es befruchtet sich gegenseitig, das Signal wird lauter als es eigentlich ist und dann hast du die Stelle gefunden, wo du dann absenken kannst. Relativ schmaler Q-Faktor hier mit 5,34. Falls du keine Ahnung haben solltest, wovon ich hier gerade rede, beim Equalizer kann ich dir hier oben auch nochmal was verlinken, wo ich das erkläre, wie man mit dem Equalizer arbeiten kann. Da gibt es eine schöne Playlist auch nochmal, das hier oben auch nochmal. Aber wie gesagt, das ist der Bereich, der jetzt hier abgesenkt wird und dadurch klingt die Snare dann deutlich aufgeräumter. Dann habe ich eine Anhebung hier mit einem Shell-Filter gemacht bei ungefähr 200 Hertz. Das ist der Druckpunkt, wo die, wo die Snare noch mal ein kleines bisschen mehr Druck kriegt. Alle anderen Einstellungen kannst du dir dann hier noch mal in Ruhe angucken, wenn du auf Pause drückst. Genau, das war der Equalizer. Jetzt mache ich es richtig bei Studio One. Als nächstes habe ich, weil es mir nicht snareig genug war, weil ich aber auch nur ein Mikrofon genutzt habe, habe ich das Plugin, das kostenlose Plugin Snare Bass genommen. Das Snare Bass fügt im Prinzip einen Snare-Teppich hinzu. Mit dem kann man seine Snare noch mal ein kleines bisschen mehr wie Snare klingen lassen und ich mache das mal es äh, lasse es jetzt aus und dann schalte ich es mal dazu das ist eine relativ fette dumpfe Snare aber auch mit dem mit der hyatt mit dem Mic bleed jetzt schalte ich mal das äh, Snare Bass dazu und du hörst wie so richtig schön die Snare heller wird und Teppich bekommt ohne Wirklich ganz tolles, kostenloses Plugin, mit dem man wirklich seinen Sound gut nach vorne bringen kann, wenn man nur ein Snare-Mikro aufgestellt hat. Link zu dem Plugin stelle ich dir mal unten in die Show Notes, in die Videobeschreibung rein. Und damit haben wir dann hier dann wirklich aus der eigentlich rund und fett klingenden Snare eine relativ klare Snare gemacht, ohne dass wir einen Equalizer dafür gebraucht haben, einfach mit Snare-Bass. Als nächstes ganz klassisch natürlich ein Kompressor. Der 1176, in diesem Fall von Universal Audio. Den schalte ich mal, lasse ich mal aus und dann schalte ich ihn mal dazu. Auserst und dann zuschalten. schalten. Hören wir mal, was der 1176 macht. Nur kurz zur Einstellung. Der ist so eingestellt: eine relativ langsame Tag-Zeit für einen 1176 und eine mittlere Releasezeit. Hier unten auf 7 wäre ja die schnellste Releasezeit. Die habe ich so kurz vor 5 hier gestellt, kurz vor 5. 14 Uhr würde man sagen ungefähr mit einer Kompression von 4 zu 1 und der komprimiert irgendwo zwischen 3 und 5 dB. Hören wir uns das mal an. wieder ein bisschen lauter. man sieht das VU-Meter an dieser Stelle auch relativ langsam. Irgendwo bei 5 bis 6, äh, na, bis 4 bis 5 dB wird komprimiert. Wenn du dich jetzt fragen solltest, warum ich den 1176 von Universal Audio genommen habe, äh, ich mag den Sound einfach von dem. Ich kenne diesen, äh, diesen Kompressor. Ich kann dir aber auch mal zeigen, wie es mit dem Fat Channel klingt. Da ist ja auch ein 1176 drin. Gucken wir uns. Das mal kurz an. Hier, das ist der 1176. Ach, den habe ich gar nicht genutzt. Warte mal, dann machen wir kurz aus. Hier habe ich einen 1176. Der ist, ja, der ist auch ziemlich so eingestellt wie der 1176 gerade. Und den können wir auch einmal kurz aus und an machen. So ist ohne. Jetzt mache ich ihn mal an. Aus. An komprimiert auch, ungefähr hier um die 5 dB. Ich finde einfach, der 1176 von Universal Audio macht noch ein kleines bisschen mehr Ton, deswegen tauschen wir hier mal durch. Und jetzt nehmen wir den Fettchannel, aber den Equalizer, den ich hier noch reingeladen habe, da habe ich hier diesen Neve-Klon reingeladen, der hier bei Studio One auch mitgeliefert wird, um hier noch ein kleines bisschen, einmal bei 1,6 kHz und einmal bei 3,2 kHz anzuheben. Und das hören wir uns auch noch mal kurz an, was das mit der Snare macht. Ohne. An? Ist nur so ein bisschen, aber im kompletten Schlagzeug dann zusammen äh, wird die Snare noch mal ein kleines bisschen durchsetzungsfähiger, noch mal ein bisschen kräftiger. Und diesen Equalizer habe ich tatsächlich hinzugefügt, als ich den kompletten Schlagzeug-Sound schon zusammengefügt habe. Mit anderen Worten, den habe ich hier nicht en bloc so eingestellt, sondern erstmal eingestellt hatte ich den Original-Sound mit dem Pro EQ, mit dem Snare-Bass und dem 1176. Und als ich dann bass Drum, Overheads und Snare zusammengefügt habe, habe ich dann entschieden, hier mit dem Equalizer noch ein kleines bisschen da anzuheben. Das auch, um dir mal zu zeigen, Zeigen, dass das auch so ein Mixprozess ist, dass man so ein Schlagzeug nicht einfach mal eben fertig einstellt und zack, da ist der fertige Schlagzeugsound. Nein, das ist ein Prozess, man muss sich reinhören, man trifft eine Entscheidung, hm, F 76 ist nicht der richtige Kompressor, ich nehme einen anderen oder ich stelle den nochmal anders ein. Oder ich möchte einfach, wenn das komplette Schlagzeug dann zusammenspielt, nochmal ein bisschen helleres Snare haben, dann eben noch einen Equalizer auf die Snare, mit dem man das durchaus machen kann. Das zur Snare, Bassdrum und Snare zusammen klingen dann so. Und du siehst, dass ich den Pegel von beiden ungefähr so eingestellt habe. Bassdrum ist hier ungefähr jetzt bearbeitet bei minus 6, zeige ich dir hier gerade an. Und die Snare ist ungefähr vom Pegel her so bei minus 8, also 2 dB Unterschied. Das werde ich aber später nochmal anpassen. Das wird tatsächlich dann im Mix nochmal angepasst, wenn dann alle Instrumente zusammenspielen. Da habe ich ja dann nochmal äh, einzelnen Zugriff auf die einzelnen Kanäle. Die Overheads habe ich separat nochmal bearbeitet. Mache ich normalerweise nicht. Normalerweise schicke ich die direkt auf den Overhead-Bus und bearbeite die da zusammen. In diesem Fall habe ich jetzt aber mal eine Ausnahme gemacht, weil das Becken auf der rechten Seite... Irgendwie übergriffig wurde. Es war mir ein bisschen zu laut auf der rechten Seite, das Becken. Und dementsprechend habe ich hier nochmal unterschiedliche Einstellungen vorgenommen. Habe hier bei der rechten Seite das rechte Becken ein bisschen entschärft. Hier im Bereich bei 2 Kilohertz deutlich rausgenommen. Hier nochmal breit abgesenkt. Aber jetzt nicht allzu viel. Was haben wir hier abgesenkt? Ungefähr 3 dB bei 2,6 Kilohertz so eine dicke Wanne rausgenommen. Dadurch war das Becken dann ein bisschen entschärft. Ich habe jetzt gerade keinen Beckenschlag da. Wir können ja mal kurz gucken, ob ich einen finde hier vorne. Ja, hier vorne war glaube ich einer. Ne? Das andere Becken, müssen wir gucken. Das wir eins finden, wo das rechte Becken spielt. Da war es genau. Das auf der rechten Seite. Das hören wir uns vielleicht noch mal kurz im Loop an, damit du hörst, was ich mit dem Equalizer meine. Ich mache mal alles aus. Ne? Sehr übergriffig jetzt mit Equalizer. So, also mit dem Equalizer wird es ein kleines bisschen entschärft und anschließend habe ich sowohl auf das rechte als auch auf das linke Mikrofon von den Overheads nochmal einen Deesser gemacht. Das macht die Overheads, nimmt die Schärfe aus den Becken raus und sorgt dafür, dass die ein bisschen weicher aufspielen. So ein Deesser ist nämlich nicht nur gut auf der Stimme, sondern der kann durchaus auch so Overheads oder Shaker oder sowas entschärfen. Und das sind die beiden äh, äh, Deesser, die ich genommen habe von Waves, der klassische Deesser, weil der von Studio One ist einfach. In meinen Augen nicht ganz so gut. Nehmen wir es mal so, ganz charmant ausgedrückt. Hier habe ich vor allem auch den Eindruck, dass ich das hier auf ein Frequenzband beschränken kann. Hier habe ich dann die Kernfrequenz bei 3,6 kilohertz ungefähr eingestellt und gesagt, da nimmst du jetzt mal aus den Becken die Schärfe raus und machst es mal ein bisschen weicher. Und wenn ich das hier mal laufen lasse, wirken die beiden gleich deutlich entspannter. Und ich mache die ds nochmal aus. Ist schon heftig, ne? Und an. Also mit dem DSR die Overheads einzeln nochmal entschärft und das Ganze dann natürlich später weiter bearbeitet. Die Signale gehen ja dann von hier aus weiter. Nehmen wir mal, gehen wir mal bei den Overheads weiter, dann auf den Overhead-Bus. Der ist ja hier rechts außen, wo dann die beiden zusammengefasst werden. Und da ist dann auch nochmal ein kleines bisschen nachbearbeitet worden. Und zwar mit einem Equalizer, mit einem DBX160 und einem Fat Channel. Die mache ich mal kurz aus, dann hören wir noch mal die Originalspuren. Mit dem Equalizer kannst du wieder kurz anhalten und kannst dir das angucken. Ich mache ihn mal an. Vor allem ein Low Cut und hier bei den Mitten ungefähr bei 300-400 Hertz deutlich rausgenommen, bei 500 Hertz rausgenommen weil es mir ein kleines bisschen zu aggressiv in diesem Bereich wurde. Da sollen später noch die Gitarren spielen, aber das müssen wir uns dann später im Mix sowieso noch mal genauer angucken. Mit dem Equalizer also hier ein bisschen entschärft, ein bisschen rausgenommen und vor allem die Bässe rausgenommen, weil die gehören ja der Bassdrum und dem Bass später. Dann mit einem DBX 160 Kompressor. Frage mich nicht, warum ich den gewählt habe. Einfach mal, weil ich Bock drauf habe. Ich glaube, ich habe ihn neulich mal wieder in einem Video gesehen. Den benutze ich gar nicht so oft, aber in diesem Fall habe ich gedacht: Komm, mach mal eine Ausnahme. Schnapp dir doch mal diesen klassischen Drum Kompressor und guck mal, was er macht. Und wir hören mal rein, was er macht. Nehmen wir mal wieder hier einen längeren Loop. Und jetzt mache ich den Kompressor an. Macht gar nicht viel. Kann ich vielleicht noch ein bisschen schärfer einstellen hier? Jetzt ne? wäre schon ein bisschen runter. Nimmt so ein bisschen die Snare raus aus dem Signal gar nicht viel, nimmt nur die Snare Peaks raus. Ne? Und als nächstes dann den Fat Channel und den Fat Channel habe ich wieder genommen und habe hier den Equalizer benutzt. Was habe ich mit dem Equalizer gemacht? Hier habe ich in diesem Fall jetzt nochmal die Höhen oberhalb von 16 Kilohertz angehoben äh, und dafür gesorgt, dass noch ein kleines bisschen Seide dazukommt und gleichzeitig aber bei 20 Kilohertz schon wieder hier ein bisschen abgesenkt an der Stelle. Und wir hören uns mal an, wie das ohne klingt. Und mit... Und es wird sofort heller, britzliger. Vielleicht sogar ein bisschen zu viel schon. Und die hi kommt vor allem gut durch. Und wieder raus. Auch eine Entscheidung, die ich etwas später gefällt habe, als das Schlagzeug schon zusammengespielt hat und ich gesagt habe, die Overheads könnten noch ein bisschen mehr Höhen gebrauchen. So viel dazu. Die Overheads gehen jetzt zusammen mit der Snare, habe ich ja gerade gesagt, auf den Drums Komplettbus und auf dem Drums Komplettbus werden sie dann mit einem Buskompressor nochmal ein kleines bisschen komprimiert. Der Buskompressor steht auf dem Preset Drumbus Tight und ist eigentlich nur so eingestellt worden, dass er hier über den Threshold, dass er nicht allzu viel zu tun hat. Stellen wir mal alles komplett ein. Das heißt, dass wir die Overheads und die Snare jetzt hier auf unserem Drambos hören. Du hörst, die Bassdrum fehlt noch. Ich mache den Kompressor mal an. Und der komprimiert wirklich hier 2-3 dB maximal. Ist auch sehr langsam eingestellt hier. Mit anderen Worten, nicht viel zu tun soll, das ganze Signal einfach nur ein bisschen kompletter zusammenzuhalten, zusammenhalten. Das ganze klingt dann mit der Bassdrum zusammen so. Die muss ich separat einschalten. Im Prinzip schon ein ordentliches Schlagzeug. Jetzt hatte ich noch zwei Tasks. Zwei Aufgaben, die ich neu erfüllen wollte. Zum einen wollte ich das Schlagzeug in einen Raum stellen, das heißt, ich brauche noch einen Bus mit einem Raumhall drauf, äh, mit dem ich das Schlagzeug dann ein kleines bisschen in so einen Raum reinstellen kann. Und die Snare sollte auch noch so ein kleines bisschen Nachhall bekommen. Mit anderen Worten, du siehst hier schon, dass ich hier noch weitere Busse angelegt habe. Einmal den Drum-Raumbus und einmal den Snare-Reverb-Bus. Beide sagen genau das, was sie im Prinzip machen. Zunächst habe ich einmal dafür gesorgt, dass ich hier meine Drums komplett, da wo also Overheads und, äh, und äh, die snare zusammenlaufen, dass ich da jetzt noch mal einen Cent erkreiert habe und dann diesen hier auf diesen Drum Raum drauf schicke, falls du nicht weißt, wie das geht. Genau wie ich es gerade auch gezeigt habe, einfach mit der rechten Maustaste draufklicken, hier Buskanal hinzufügen und dann kannst du hier bei den Cents, kannst du dafür sorgen, über den Plus- Kannst du das dann da hier zum Beispiel zum Drumraum hinschicken? Das Signal wird dann auf den Bus geschickt und auf dem habe ich folgende Bearbeitung vorgenommen. Hier ist zum einen, Sekunde mal kurz hier die Sense ein bisschen sortieren. Hier ist zum einen ein Ocean Way Plugin, das ich ursprünglich drauf hatte. Dann habe ich mir aber gedacht, nicht jeder von euch da draußen hat eine UAD und hat das Ocean Way Plugin. Deswegen habe ich gedacht, komm, das mache ich jetzt einfach mal mit dem valhalla der ist auch erschwinglich, da braucht man keine DSP-Karten für und den kann man auch benutzen. Mit dem Valhalla habe ich jetzt hier im Prinzip äh, das Preset hier nur auf Large Room gestellt und einfach mal gehört, was passiert, wenn ich hier dieses Preset, wenn ich dieses Standard-Preset einfach mal drin habe und wenn ich das dann zu meinem Raum dazu gebe, habe hier diesen Regler hier beim Send gar nicht angefasst und regel jetzt einfach mal den Raum hier über den Fader dazu. Schauen wir mal, wie das Ganze klingt. Und ohne und jetzt sukzessive dazu ich mache den Equalizer dahinter noch aus, damit ich den gleich auch erklären kann. Also. So, jetzt kommt das Schlagzeug in einen Raum rein. Und dann musst du halt entscheiden, wie nass du dein Schlagzeug haben willst. Aber du hörst, die Entscheidung mit der Bassjump war auf jeden Fall gut, denn die Bassjump wird nicht verhallt. Und das ist auch ganz gut so. Ohne. Mit. Noch ein bisschen mehr. Ohne. Schlagzeug klingt gleich größer, wenn man einen Raum drauf gibt. Ne? Jetzt war mir der Raum ein kleines bisschen zu hell und deswegen habe ich noch einen Equalizer dahinter gepackt und hier noch einmal die beste. Ne, guck mal, ich habe die Helligkeit gar nicht rausgenommen. und Ich habe hier tatsächlich nur das Low End noch ein bisschen rausgefiltert, damit der Hall nicht so unten rum, rum irgendwie. Ich habe gerade gedacht, ich hätte es ein bisschen weniger hell gemacht, aber. Anscheinend habe ich das nicht gemacht. Das ist doch gut, alles klar. Also, ich habe hier nur die Beste rausgefiltert und dafür gesorgt, dass der Hall nicht untenrum rumpumpelt. Und man kann auch sehen hier, wenn du den Equalizer hier, den Analyzer anschaust, siehst du, dass er hier durchaus Low-End-Informationen hat. Die sind weggefiltert worden. Und dadurch räume ich dann in meinem Mix insgesamt den unteren Frequenzbereich noch ein bisschen auf, wenn der Hall da nicht vor sich hin brummelt. Ich hätte jetzt hier auch noch ein bisschen die, die Helligkeit rausnehmen können aus dem Raum. fällt mir sogar ganz gut. Ich will aus. An. Gefällt mir sogar ganz gut. Jetzt habe ich die Höhe noch ein bisschen rausgenommen aus dem Hall. Dadurch ist der Raum nicht ganz so offensichtlich. Er ist schon da, aber er ist nicht ganz so offensichtlich. Also Raum für meine Drums und dann habe ich noch den Hall, den ich ja auf die Snare draufpacken wollte. Dazu, zu diesem Zweck, habe ich dann einen Send von meiner Snare kreiert. Der ist dir gerade bestimmt schon aufgefallen. Auch der ist in der Standardeinstellung hier mit dem Sendpegel minus 6. Geht der jetzt auf meinen Snare Reverb Bus, den ich vorher erstellt habe. Und wenn du dich fragst, warum ich diesen Send- nicht angefasst habe, wenn ich nur ein Instrument draufschicke auf diesem Bus, in diesem Fall die Snare oder gerade beim Drum Raum zum Beispiel den äh, Ram, dann äh, regle ich das lieber über den Fader von meinem, äh, von meinem Bus, als dass ich das über den Send mache. Wenn ich mehrere Kanäle draufschicke, dann muss ich das natürlich über den Send machen. Aber in diesem Fall habe ich es jetzt ganz komfortabel über den Fader, der ist auch ein bisschen filigraner einzustellen als dieser Mini Regler, den man hier hat. Zu dem unser Freund Björn Schlüter ja neulich nochmal erklärt hat, welche Spezialfunktionen man dazu alle hat, kann ich dir auch noch Mal hier oben verlinken. Ich hoffe, ich habe noch genug Platz, um die Videos hier alle zu verlinken, die dazugehören. Also, wir haben ein Snare Reverb, auch hier einen Bus kreiert, beschickt von der Snare. Und was habe ich hier drauf gepackt? Auch mal kurz den Send hier einfangen, hier mit den anderen Kollegen zu, falls du dich fragst, wie ich die hier alle auf eine Höhe kriege. Ich habe hier den Send einfach hier eingestellt und halte da jetzt die Kommandotaste. Beim PC wird das die Steuerungstaste sein. So kann man die dann hier zusammen einstellen. So, was haben wir hier? Ich habe hier zunächst ein, das ist vielleicht ganz interessant. Ich habe hier auf dem Snare Reverb, mache ich mal alles aus, kommt erstmal das hier an, die komplette Snare. Und ich habe hier zunächst mal ein Gate draufgepackt, damit der Hall, den wir jetzt auf die Snare draufpacken, damit der nicht auch das ganze Micbleed, was dieses Snare-Mikrofon eingefangen hat, also die ganzen Einstreuungen vom Rest des Schlagzeugs, dass das auch alles verhallt wird durch den Snare-Hall. Habe deswegen hier ein Gate draufgepackt, das erstmal dafür sorgen soll. Und ich mache den Hall mal ein bisschen lauter, damit wir das auch besser hören können. Damit die Snare erstmal freigestellt wird. Du hörst die ganzen Einstreuungen, das ganze Schlagzeug spielt. Und jetzt mit dem Gate bleibt nur noch die Snare übrig. Den Transienten vorne brauche ich nicht so dringend, deswegen brauche ich hier keine großen Spürkes machen oder sonst was irgendwie. Aber hier geht es vor allem um den Sound der Snare und der bleibt übrig. Und dann gehe ich im Prinzip schon mit dem Valhalla Room Reverb jetzt in dieser Einstellung. Auch die Einstellung kannst du dir mal kurz angucken hier. Das ist ein Preset. Äh, Snare Big Room heißt das hier an der Stelle. Wenn ich das mal anmache. Das ist jetzt ein bisschen viel. Aber wenn wir es jetzt mal nach Geschmack hinzufügen, nehmen wir mal die Snare Solo. So, dann können wir das hinzufügen. Ne? Kommt so eine schöne Fahne hinten dran. ist ein bisschen mehr, weniger. Lass mal ein bisschen mehr, damit man es besser hören kann. Als nächstes habe ich noch mit einem Equalizer. Hier auch wieder die Bässe weggeschnitten. Ist der gleiche, den ich, glaube ich, gerade von drüben schon hatte. Den habe ich hier rüber kopiert. Jetzt habe ich ihn wieder ausgemacht. Ne? Ich bin ein Heini. Also, der hier unten rum ein bisschen aufräumen soll wieder an dieser Stelle, wo die Tieffrequenzen vor sich hin mulmen. Und zuletzt. Habe ich mit dem binaural pan, also mit einem Panorama-Plugin, das ich da reingeladen habe, sorge ich dafür, dass dieser große breite Hall, den die Snare jetzt bekommt, also der den kompletten Raum ausfüllt, dass der ein bisschen kleiner gemacht wird. Der wird im, im kompletten Snare-Panorama oder im kompletten Klangpanorama wird der von ganz links und rechts außen aus der kompletten Breite rausgeholt, ein bisschen schmaler gemacht. Nicht ganz mono, aber du siehst hier um 50 Prozent in der Breite reduziert. Dadurch bleibt die Snare ein kleines bisschen fokussierter in der Mitte und dann kann man später im Mix immer noch entscheiden, ob man die Snare dann im Nachhinein Hall ein bisschen größer haben will und dann den, den width richler hier wieder ein bisschen aufdreht oder ob man die Snare dann hier so lässt. Ich mache es auch manchmal so, dass ich diesen Hall sogar nur ganz Mono hinter die Snare stelle. In diesem Fall passiert aber folgendes. Breit, groß und jetzt. Ist der Hall ein kleines bisschen fokussierter hinter der Snare? Kannst du nochmal zurückspulen, falls du es nicht direkt gehört hast, dann kannst du es dir nochmal genauer anhören. So viel nur dazu. Also hier die Breite vom Snare-Hall ein kleines bisschen reduziert. Und damit ist im Prinzip unser komplettes Schlagzeug schon fast fertig. Fast, denn ich habe noch ein Gimmick vorbereitet. Das möchte ich dir nicht vorenthalten. Also stelle ich hier mal diese minus 13 dB ein, die wir vorher hier hatten. Und jetzt hören wir uns einfach mal das komplette Schlagzeug an. Sneer Hallen noch dazu, der war noch hier gemutet. Und jetzt habe ich mit Hilfe der, der New York Compression Methode noch auf einem kompletten separaten Bus nochmal das Ganze nochmal komprimiert und richtig zusammengeschossen und kaputt gemacht, um dazu zu mischen, um nochmal Energie in unser äh, um Schlagzeug reinzukriegen. Das wirst du gerade auch schon gesehen haben. Auf dem Drums komplettbus gibt es noch einen weiteren Cent auf den Drum New York Bus, den ich hier angelegt habe. Und auf dem nehme ich mir jetzt einfach mal raus, das Signal so richtig schön zu zerstören, wie du hier sehen kannst. Habe ich hier habe ich hier mit dem Fat Channel zunächst einen äh, Kompressor reingeladen, der hier volle Pulle das Signal. Ich mache mal aus und wir hören uns das Ganze nur Solo an, der das ganze Signal hier erstmal stark komprimieren soll. Oh ja, ne, das ist der All Button Modus, der berühmte 1176 All Button Modus hier mit schnellster Release und Attack Zeit eingestellt und so eingestellt, dass der hier wirklich minus 10, minus 15 dB teilweise komprimiert. Das klingt ohne so ganz normales Schlagzeug und mit Unerträglich. Und als wenn das noch nicht genug wäre, habe ich dann dahinter noch das Red Light Distortion Plugin geladen in dieser Einstellung und das macht folgendes: Wird immer lauter, ne? Furchtbar, entschuldige dafür. Ähm <laughs> Aber es wird sehr zerstört, nochmal stark verzerrt und dann mit einem Equalizer ein bisschen aufgeräumt, sodass wir dann aus diesem Signal dieses machen. Klingt furchtbar alleine. Komplett kann ich komplett nachvollziehen, wenn du sagst, was macht er denn da für ein Schrott? Aber wenn du das Ganze jetzt in homöopathischen Dosen deinem Schlagzeug hinzufügst, dann wird ein Schuh draus. Ich drehe es mal runter, mach den Sohle aus und wir schieben es einfach mal so an die Geschmacksgrenze dazu und dann mache ich mal A B also an und aus, was die New York Compression noch ausmacht. Zu viel? Zu wenig? Verändert auch so ein bisschen den Gla Gesamtklang vom Schlagzeug, macht das Ganze ein bisschen mittiger, natürlich, weil ich auch so Equalized habe. Aber gucken wir mal im AB-Vergleich, wenn ich es an und aus mache. kriegt noch mal mehr Mitte, kriegt noch mal ein bisschen mehr Energie und das wird sich dann später im Mix auch noch mal auszahlen. Ich muss das jetzt nicht dringend anlassen, aber kann damit dann später im Mix noch mal ein kleines bisschen Energie in die Drums reinschieben, ohne dass ich in die einzelnen Kanäle einsteigen muss. Kann man auch automatisieren. Gucken wir uns dann später im Mix noch mal an. Auf jeden Fall eine schöne Option mit diesem eigentlich sehr zerstörten Signal, die Drums noch mal ein bisschen heißer im Mix zu platzieren und vielleicht sogar ein bisschen Abwechslung zu schaffen zwischen Strophensound, wo die New York Compression, die ich hier jetzt eingestellt habe, und dieses ist New York eigentlich das Richtige, wo ich glaube schon. Dass wir, dass wir diesen Bus auf jeden Fall dann in der Strophe wegnehmen können, in der, im Refrain dazugeben können. Dadurch hat man mehr Energie im Refrain, kann man also durchaus mitspielen. Mit anderen Worten, du siehst, es ist schon einiges an Hirnschmalz reingeflossen, aber letztendlich auch kein Hexenwerk. Ne? Es waren hauptsächlich Equalizer und Kompressoren, die hier am Werk waren, und du hast gesehen, die haben nicht großartig gearbeitet. Auf den Standardbussen war die maximale Kompression, die ich eingestellt habe, 5 oder 6 dB. Mit anderen Worten, völlig überschaubar, und deswegen klingt dieses Schlagzeug auch so schön natürlich und äh, nicht so stark. Komprimiert. Ich mache die New York mal, ich drehe die mal ein bisschen runter, das war gerade ein bisschen zu viel. Ne? Und unser Schlagzeug wechselt dann halt seinen Sound von vorher so zu. Und du siehst hier die maximalen Peaks von unserem kompletten Schlagzeug sind immer noch bei minus 9 dB in dem Bereich. Mit anderen Worten, wir haben jetzt genügend Headroom, um den Rest von unserem Mix dazu zu schieben. Wir haben das Schlagzeug passend vorbereitet. Ich hoffe, dass du einiges mitnehmen konntest an Informationen aus dem Mix, den ich dir jetzt hier gezeigt habe, und dass du vielleicht das auch ein oder andere umsetzen kannst in deinem Mix und auch mitnehmen kannst. Und nächste Woche geht es dann weiter. Wir mischen dann live den Bass und die Gitarren dazu. Das wird nochmal ganz spannend, das ist nochmal ein ganz anderes Vorgehen als das Schlagzeug mischen, denn mit dem Schlagzeug mische ich normalerweise erstmal die Basis für den Sound, für den Song, für den Sound vom Song, so ist es richtig, und kann dann im Prinzip den Mix von dieser Basis aus richtig gut starten. Das nächste Woche live hier direkt am Donnerstag nach Ostern und falls du es verpasst haben solltest, hier oben nochmal in der Playlist, die ich hier dir eingeblendet habe. Wir sehen uns dann im nächsten Live-Mix zum weiteren, zum dritten Teil hier in Wir mischen einen Song. Ich freue mich drauf und äh, falls du irgendwelche Erfahrungen gemacht haben solltest, schreib sie schnell nach unten rein und lad dir die Spuren runter, kannst du auch selber tüfteln. Wir sehen uns aber nächste Woche. Mach's gut und Yassou! <laughs>